Liebe Leute, wir sind zurück auf Onas Hof und damit ganz herzlich willkommen zurück bei Höre Let's mich eben, Play kann ich ihm auch nicht Gothic helfen. 2, Die Nacht des Raben. Das hört er noch Wie vorher diese an. ganze Geschichte aussieht mit Cord und seiner Hilfe bezüglich der Milizmission, ich weiß es leider bis dato nicht. Ja, also keine Ahnung, was er sich da genau vorgestellt hat. Im Zweifel muss ich da später nochmal vorbeischauen. Torlauf jedenfalls macht keinen Anschein, als ob Das er hört er unsere doch nicht Aufgabe für helfen. erfüllt ansehen würde. Ja? Ich erzähl dir doch Ich nichts weiß es nicht. Neues. Keine Ahnung. So, ich schaue mal erstmal bei den Er anderen stellt sich Söldnern. langsam nicht glauben. Cypher. Mit Cypher haben wir schon gesprochen. Glaubst du, Elena er hat hört sich mich an? gemeldet. Hey! Hi, Elena. Weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Hallo, schönes Kind. Na, wo Das haben Sie sollte dich man denn doch erst laufen mal lassen? glauben. Also komm mir nicht so. Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Elena Zeit sei ist, doch dass wir bitte uns keine selbst Hölle. verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie Ich weiß geholfen. langsam nicht mehr, Die was ich waren nur glauben hier, um soll. unsere Waren wegzuschleppen. Sieh Meine mal Frau eine hat an, mir das mal ist die gesagt, Tochter dass von man ihr Ona. Geld verlieren muss. Glaubst du Welche wirklich, Arbeit das hat gibt es mir hier auf dem geschafft? Hof? Mein Vater zahlt Geld an alle Du Männer, die weißt doch helfen, nicht den mehr, Hof zu wem ich das verteidigen. glauben kann. Hast du Aber Elena hat Interesse? ganz Du siehst mir kräftig nicht wie jemand dazwischen aus, der gehauen. an Feldarbeit Glauben soll interessiert er nicht ist. mehr, was ich glauben soll. Wie viel zahlt dein Und Vater? das kann ja nicht Das ewig musst so du schon mit ihm weitergehen. selbst aushandeln. Ich weiß nur, dass Warum jeder hat der er mich Söldner denn hier so hart täglich gekriegt? seinen Sold bekommt. Einen täglichen Das hört Sold? sich doch Das nach etwas ist nicht Neuem. schlecht. Gibt es hier irgendwelche Mein Regeln, Vater die ich ist so beachten sicher, sollte? was ich glauben soll. Du fasst hier nichts an, Das was hat er dir doch nicht vorher gehört. gewusst. Du marschierst nicht in Bereiche, Darauf in verlasse denen du ich mich nichts lieber zu nicht mehr. suchen hast. Und wenn du vorhast, dich zu prügeln, Davon halte lasse dich ich an die die Finger. Söldner. Wenn du Schlägereien mit den Bauern anfängst, Wenn er hast so du hier meint, soll alle ich mich gegen doch nicht dich. so aufregt. Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren Das unseres machen wir jetzt Hofes. Wenn du etwas ganz kaufen kräftig möchtest, dazwischenhauen. musst du es mir nur sagen. Glaubst du, Aber er ich glaubt mir warne das? dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht Das gestohlen, macht er mir klar? ja nicht so sicher. Zeig mir deine Ware. Was Selbst kann habe ich ich doch dir nie was. anbieten? Die klingt so ein ganz klein Ja, wenig was glaubt er nuttig, ne? denn nicht? Was kann ich dir anbieten? Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Ja, ich hab mir Ist das was schon gedacht. Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Vor einigen Tagen hat mein Vater Das ist erlassen, doch dass wir wohl nicht nichts mehr wahr. in der Stadt verkaufen dürfen. Darum bleibe ich hier auf dem Hof und Ich weiß verkaufe langsam meine nicht Ware mehr, nur was noch ich an glauben soll. Besucher. Das Scheint hört sehr er mich an. profitabel zu sein, hä? So, erstmal Davon die sollte er beiden nicht mehr schuldig sein. Äpfel essen. So, Warum wen haben sollte wir er denn mich hier anlügen? Schönes? Wolf, den kennen wir doch auch noch aus Das dem höre ich zum ersten neuen Mal. Lager in Gothic 1. Das Ich hört habe sich so nicht mal an, einen. wie wir es gehört. Alles klar? Hey, ich kenne dich! Meine Aus Frau der ist mir Kolonie! nicht so sicher, ob ich glauben kann. Was willst du hier? Ich habe ihr das schon Der hat uns gedacht. damals die Das hat er doch Minecrawler-Plattenrüstung vorher gemacht. gewusst. Ich bin gekommen, um mich euch Meine Frau anzuschließen. mir geschlichen Warum hast. nicht? Hab nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Er Mine ist von den gerannt, Gardisten als ob befreit. ihr ja selbst hinter ihm her Aber wäret. rechne bloß nicht damit, dass du Das bei hört den sie doch meisten vorher anderen hier so gewusst. einfach landen kannst. Es sind viele neue Das dazugekommen höre seit ich zum damals. ersten Mal. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich Das hört erinnern. man nur Hätte nicht dich mehr, auch als fast wer nicht fliegt erkannt. Siehst dazwischenhauen. ziemlich abgemagert aus. Das Noch ist mehr sehr Ärger ärgerlich Als die zu Barriere hören. eingestürzt ist, hätte es mich fast erwischt. Glaubst Hast du, er ja noch wird mal damit Glück verdienen? gehabt. Wenn er Noch das mehr wusste, Dafür, kann ich ihm dass ich auch hingehört, dass ich eigentlich der Held in Gothic 1 Ich war höre und mich aber bin, ganz kräftig finde ich, dass die mir dazwischen schon ein hauen. bisschen wenig Respekt Du zollen. hast Also gehört, wirklich mich alle nicht auch. mehr Also, her. keine Ahnung. Hast Hört du was sie zu mich zum ersten verkaufen? Mal. Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Sie Neuen, scheinen mir kümmert ja sich nicht so jetzt um die sicher. Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch Davon lasse verantwortlich ich für mich Lees lieber nicht gesamtes mehr. Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied Davon daher und sollte er zack, mich bin lieber ich nicht meinen mehr. Job los. Ich brauche unbedingt eine Hoffentlich neue lasse ich Aufgabe. dich Und gewusst. wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen Ja, müsste, kann man sie ist mir doch mir gar egal. nicht mehr. Hauptsache, ich sitze hier nicht mehr rum. Davon Davon lasse lasse ich ich mir lieber doch die Finger. Soll ich habe nicht, so hast du mir schon mal in jetzt der Stadt gehört. versucht, eine Arbeit zu finden? In der Stadt? Ich kann mir das nicht glauben. Keine 1000 Pferde bringen mich dahin. Oder Wer hat er glaubst denn du etwa, ich jetzt? würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ich Ich kann mir stelle das mich schon mir nicht vorstellen. gerade in dieser Hofschranzenuniform vor. Und Das dann macht dieser mir Ärger, kann ich nicht Gehorsamswahn. glauben. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar Ich sehe gerade nichts zu tun, genauso, wie aber ich du kann sagst. wenigstens machen, was ich will. Das Auch hört wieder man wahr. jetzt schon wieder her. Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Ich so Bis einen jetzt nicht noch gehört. nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job Ja, für ich mich weiß doch hast. nicht, warum er sich so aufregt.
Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Das ist nett. Und der will auch überhaupt nichts dafür. Also der will gar keine Gegenleistung. Das finde ich auf jeden Fall immer schön, wenn es auch solche Leute gibt. Abgespeichert habe ich. So, Rod. Alles klar? Was willst du, Wurst, denn von mir? Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Wie sieht's aus? Das geht dich nichts an, Schwächling. Der hält mich für schwach. Ich muss mal eben kurz meinen Gürtel anziehen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die Waffe tragen kann von ihm. Ich bin bei 46. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Ich bin stark genug. Unsinn, du könntest ein ordentliches Schwert wie meins nicht mal hochhalten. Erzähl mir, ich kenne sowas. Ich sagte, ich bin stark genug. Ich lach mich tot. Willst du es auf eine Wette ankommen lassen? Ich muss mal eben speichern. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich tatsächlich stark genug bin. Das hat er doch vorher gewusst. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. So? Wie viel soll ich dir abknüpfen? Ach, du siehst aus wie eine arme Wurst. Sagen wir 30 Goldstücke. Hast du überhaupt so viel? Klar. Dann lass mal sehen. Hier. Dann wollen wir mal sehen, wie stark du bist. Etwa so? Da hast du mich wohl dran gekriegt. Hätte ich nicht gedacht. Sieht man dir gar nicht an, dass du so viel Kraft hast. Tja, dann bin ich wohl um 30 Goldstücke ärmer hier. Und jetzt gib mir meine Waffe wieder. Hier hast du sie. Ich hab so einiges gehört. Okay. Wie sieht's aus? Bin schon mal gespannt, ob du aufgenommen wirst. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer bin ich deswegen auch noch nicht. Aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen des Zweihandkampfes beibringen. Ich habe mir das schon gedacht. Okay. Ich will mich den Söldnern anschließen. Naja, du kannst ein ordentliches Schwert führen. Den Rest wirst du noch lernen. Meinetwegen kannst du mitmachen. Sehr schön. Ende. Komisch, dass ich die ganze Zeit noch im Kampf bin. Das war übrigens gerade ein bisschen buggy hier, ne? Also, ich habe meine Waffe gezogen und nicht die von Rudd. War ein bisschen merkwürdig. Was willst du? Wo hast du das denn schon wieder her? Ich will mich auf dem Hof umsehen. Geh nicht in das linke Haus. Da drin sitzt Silvio. Er ist zurzeit nicht besonders gut gelaunt. Wenn er einen Schwächling sieht, der nicht zum Hof gehört, könnte er auf die Idee kommen, seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Sehe ich so aus, als ob mich das interessieren würde? Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Ich will mich Lee anschließen. Lee hat dir bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht. Das interessiert mich nicht. Ich speichere nochmal. Ich glaube nämlich, wir können gleich mit dem was willst du schon wieder tanzen. Ich habe da meine eigene Meinung. Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten taust. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Man darf halt nicht alles glauben, was man... Oh mein Gott. Der ist ziemlich schwach, der Junge. Ja, mach ihn sie fertig! Scheiße! Das tut weh! Hör nicht auf! Du, wenn ich dann sage, er ist schwach, haut er mir dann plötzlich aufs Maul, ne? So unglaublich.
Tja, er muss halt auch nochmal Kritisch treffen. Was willst du schon wieder? Man darf halt ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du... Das ist so ein netter Dialog. Fuck. Der krittet immer direkt. Das ist richtig nervig. Was willst du schon wieder? Komm, geh mir nicht auf die Nerven. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich glaub nicht, dass sich daran was ändert. Oh, mein Gott! Pass auf! Komm schon. Hau drauf! Komm schon, Doppelschlag. Gib mir, Raul. Hör nicht auf! Doppelschlag. Hör nicht auf! Fuck. Ich kritte gar nicht mehr und er krittet einen nach dem anderen. Was willst du? Ich bin wohl bisher zu nett. Mein Gott. Mach ihn fertig. Ich speichere. Was war das denn? Ich konnte nicht mehr hauen. What the fuck? Mein Gott. Zeig ihn fertig. Mach ihn fertig. Zeig ihn fertig. Speicher nochmal. LP Battle. Hau drauf. Mach ihn fertig! Ja, mach ihn fertig! Zeig ihn. Ihn fertig! Ja, gib's ihm! Fuck! Das höre ich zum ersten Mal. Gar nicht nice. So üben! Das ist wirklich nicht mein Problem. Meine Meinung. Jetzt mache ich schon wieder die Map auf, ne? Anstelle ihn hier seine dämlichen Items wegzunehmen. Hey! Da ist nichts nicht aufgepasst. Uiuiuiui. Das hast du nicht gewusst. Nett, dass der mir wirklich tatsächlich schon 200 EP gebracht hat. Das ist eine ordentliche Stange. Darüber reden wir. Er ist gerannt, als ob Bill ja hinter ihm her wäre. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich wäre mir da nicht so sicher. Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. Das hat er doch vorher gewusst. Loser. Loser. Ich werde ihn natürlich doch noch gekriegt. Ein typisches Großmaul. Dann haut man ihm mal ein bisschen was aufs Maul und dann ist auch direkt Ruhe im Karton. Einfach nur ein Loser. So, ich muss mal eben kurz schauen, was ist denn der momentane Stand? Cypher stimmt für mich, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte. Wolf hat nichts dagegen, Rods Stimme habe ich. Raul hat nichts dagegen, also 4 habe ich jetzt schon. 4, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ist das wirklich wahr, Mann? Das habe ich früher auch gemacht. Ich glaube, dann gucke ich jetzt mal. In der Taverne hier. Jarvis. Hey. Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein. Ich war auch in der Kolonie. Richtig. Was willst du? Wo hast du das denn? Man muss eben. Wie ist die Lage? Was man so rumerzählt. Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade 2 Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Wie kam es zu den 2 Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen. Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat,
Aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist. Aber ich kenne die Typen wie Silvio. Er wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Das kann doch nicht wahr sein. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen dramatisch. Nichtsdestotrotz, ich mache jetzt hier eben mal kurz eine Pause, eine kleine Schnittpause. Und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Part wieder und dann höre ich mir mal an, was denn jetzt hier genau die beiden Positionen sind, die hier aufeinandertreffen. Bis dahin, macht's gut, ciao.